Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es in meinem Video um Favoriten von mir persönlich und zum Schluss gibt es noch zwei Favoriten der Kinder aktuell. Ja, es ist Urlaubszeit, es ist Sommerzeit. Für mich persönlich ist es aber auch so ein bisschen die Zeit, um mal zu Hause alles ein bisschen neu zu strukturieren oder versuchen zu verbessern, wo es noch vielleicht geht. Und darum habe ich für euch heute Favoriten zum Thema Reiseorganisation bzw. Heimorganisation und unterwegs. Und ja, zum Schluss gibt es noch zwei Kleinigkeiten für die Kinder. Also los geht's. Beginnen möchte ich mit dem Thema Reiseorganisation. Vielleicht für viele von euch jetzt nichts Neues. Für mich persönlich ist es aber schon etwas Neues, denn wir waren ja vor kurzem in Holland mit dem Auto unterwegs und haben festgestellt, dass wir so ein bisschen modularer packen müssen, um einfach das Auto gut zu packen und den Raum besser auszunutzen. Wir konnten also nicht zwei starre Koffer nehmen, sondern mussten das so ein bisschen aufteilen. Und um mich da besser zu organisieren, habe ich dann auf die Schnelle von einem, naja, ich sag mal Discounter etwas gefunden. Das nennt sich Packing Cubes, das kennt ihr vielleicht. Und die fand ich schon ganz gut, aber jetzt so in der Aufteilung und in der Formierung als Set noch nicht optimal. Und habe dann natürlich mich an meine amerikanischen YouTube-Damen gewendet und da so ein bisschen nachgeschaut und gesucht. Und bin auf diese Pro Packing Cubes gekommen. So sehen die aus, die ich bestellt habe. Die gibt es in verschiedensten Farben. Also man könnte zum Beispiel auch Magenta für Mädchen und Blau für die Jungs oder wie auch immer nehmen. Ich habe jetzt mal die genommen für meinen Mann und mich eher so, weil für die Kinder nehme ich dann die, die ich schon habe vom Discounter. Und ja, ihr kennt das Prinzip vielleicht, man hat halt so einzelne kleine Täschchen. Diese hier von Pro Packing sind jetzt eben noch besonders cool, weil die sehr leicht sind und gleichzeitig sehr stabil. Also die haben halt hier hinten so einen sehr dünnen, fast schon segeltuchartigen Stoff. Und hier hinten auch mit so einem Mesh-Muster, sodass man auch hineinschauen kann, was ist da jetzt nochmal drin gepackt. Ich finde die Größen, die in diesem Set waren, auch ziemlich cool, weil da wirklich auch einiges reinpasst. Ich habe es schon ausprobiert, weil wir jetzt auch schon wieder bald losfahren werden. Es sind also 3, 4 von diesen großen Taschen, wo man also wirklich dann, wenn man die T-Shirts zum Beispiel zusammenrollt in Rollen oder die Unterwäsche oder was auch immer ihr dabei habt, wenn ihr das rollt, dann könnt ihr hier einiges reinpacken und habt dann am Urlaubsort quasi eine ein Paket für Papa, ein Paket für Mama. Ihr versteht, wo ich hin will mit dieser ganzen Erklärung. Ja, auf jeden Fall finde ich das ganze Prinzip ziemlich cool, weil man eben das modular aufbauen kann und diese Dinger kann man eben nicht nur in den Koffer packen, sondern auch vielleicht in so eine Weekender-Bag, wenn man jetzt nicht unbedingt einen dicken Koffer mitnehmen möchte. Die sind sehr leicht, das heißt, sie vergrößern jetzt das Gewicht nicht, was man eh mitschleppt, und sie erleichtern die Organisation zu Hause und unterwegs, wenn man dann am Urlaubsort angekommen ist. Dann geht es weiter, ähnliches Prinzip, andere Tasche, und zwar Wickeltasche bzw. Handtasche. Handtaschenorganisation gibt es auch jede Menge zu kaufen. Wer mir folgt und brav alles liest und sieht, was ich so mache, weiß das schon längst, denn ich habe einen Blogpost darüber geschrieben, was ich so in meiner Wickeltasche immer mal mitnehme. Und da ich ja die Wickeltaschen durchwechsel im Moment und verschiedene Versionen mit mir herumtrage, habe ich mich entschieden für das B-Set von UUB. Ich habe ja hier dieses Muster Queen of Denial auch bei meinem Rucksack genommen. Schaut euch den Blogpost an, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich kann nur sagen, ich bin davon nach wie vor ein sehr großer Fan. Übrigens, was vielleicht viele nicht wissen, bei diesem großen Teil hier, das kann man ja auch als kleine Handtasche nutzen, was ich auch schon getan habe de facto, als ich bei meiner Mutter mal war. Die war ganz überrascht. Und hier kann man oben übrigens noch ein kleines Schloss installieren, weil die Reißverschlüsse so bündig miteinander schließen, dass man hier noch eine kleinen Verschluss reinmachen könnte, wenn man das möchte. Ich finde es nach wie vor ein sehr, sehr gutes Material, eine super Verarbeitung, was natürlich auch den etwas höheren Preis rechtfertigt. Aber wie gesagt, das habe ich auch in meinem Blogpost geschrieben, so kleinere Täschchen kann man sich auch von woanders herholen. Ich wollte euch nur so ein bisschen auch die Idee mitgeben,
wie man die Wickeltasche organisieren kann oder vielleicht die Strandtasche oder was man so dabei hat. Und dazu empfehle ich euch den Blogpost, den ihr in der Infobox findet. Jetzt geht's weiter zum Thema Heimorganisation. Da werde ich euch nochmal ein separates Video zu abfilmen, wie ich meine Schmuddelecken im Haus so ein bisschen neu organisiert habe. Auf Instagram habt ihr es schon gesehen und ich habe da viele Fragen zu bekommen. Und zwar habe ich mir Körbe gekauft. Ich habe sie bei uns im Baumarkt gefunden. Ich habe sie aber auch nochmal auf Amazon gefunden, wobei ich nicht weiß, wie da so die Stückzahlen auf Lager sind. Es sind ja auf jeden Fall diese Körbe hier. So sehen sie aus. Und ich habe sie in der Farbe Desert Rose. Es ist so ein Taupe-Farben. Und ja, das sind einfach in zweierlei. Ich habe sie in drei Versionen. Ich habe auch noch eine sehr große Version. Ich nutze die bei mir zu Hause im Hauswirtschaftsraum. Also das ist so unsere Schleuse, wo wir immer rein und raus gehen, wenn wir wegfahren. Ich nutze die zum Beispiel, um meine Wickeltasche nochmal schnell aufzufüllen. Wenn mir einfällt, ach Mensch, ich sollte vielleicht noch mal eine Windel mehr mitnehmen, dann greife ich hier rein und muss nicht noch mal durchs ganze Haus laufen. Habe hier also noch mal so ein bisschen Wickeltascheninhalt drin. Ebenso wie hier. Wie gesagt, ich verlinke sie euch mal. Ich finde es auf jeden Fall praktisch. Ich kann euch aber auch empfehlen, einfach mal in den örtlichen Baumarkt zu gehen und zu schauen, was die so für Kisten haben. Weil sowas ist immer ganz nützlich und es sieht einfach optisch ein bisschen schöner aus. Es lässt sich dann auch besser sauber halten und ein bisschen besser organisieren, wenn man das ganze Paket einfach mitnimmt und wegnimmt. Jetzt kommen wir zur Organisation im Kinderzimmer und zwar explizit bei meiner Tochter. Die hat ja recht lange Haare und mittlerweile auch sehr viele Haargummis und Haarspangen. Ich hatte sie immer in so kleinen Täschchen liegen und das war immer ein ziemliches Gewusel, wenn man den passenden Haargummi zu den passenden Haarspangen gesucht hat. Und ich bin einfach so ein Freund davon, dass es schon irgendwie optisch sehr nett aussehen soll, wenngleich es aber auch eben schnell gehen muss morgens. Und ich keinen Nerv habe, dann stundenlang in diesen Täschchen herumzuwühlen, um die passenden Haarspangen zu finden. Und dann hat man die Elsa-Haarspange und dann sieht man noch eine Pepper-Woods-Haarspange und dann denkt man sich, naja komm, was soll's? Dem Kind ist das auch egal, das ist klar, aber ihr kennt mich vielleicht. Ich bin so ein kleiner Freund davon, auch so ein bisschen Ordnung zu halten. Und ja, da habe ich mir einfach diese Freunde hier zugelegt, beziehungsweise teilweise hatte ich die schon. Das kennt man vielleicht eher aus der Make-up-Organisation. Und zwar sind das so Plexiglasbehälter mit Schubladen. Ich habe jetzt hier eben zum Beispiel die Haargummis drin, nach Farben sortiert. Hier oben dann eben pink, eher so Gelbtöne und Türkistöne. Und so weiß ich morgens, ja, wonach ich suchen muss. Ich verlinke sie euch wie immer in der Infobox mit Affiliate-Links. Und das gleiche Prinzip habe ich dann eben in etwas größer noch mit solchen Schubladen. Und zwar passen hier halt ziemlich cool die ja, solche Haarspangen-Sets rein. Ne? Ich behalte immer diese, Pappdinger, wo die mitkommen, ja, und kann dann eben das Ganze viel schneller finden und organisieren und wieder zurücksortieren und weiß eben morgens, wonach ich suchen muss und habe das dann schon nach Farben sortiert. Das ist einfach für mich jetzt persönlich praktischer und ich finde die auch ganz optisch ganz okay und für Marie ist es auch ganz nett, wenn ich ihr sage, such dem schon mal deine Haarspangen aus oder räum bitte deine Haargummis weg. Dann weiß sie genau, was sie zu tun hat. Sie kennt jetzt das Prinzip, nach Farben sortiert und die stehen bei ihr eben auf dem Regal immer zugänglich. Ja, da bin ich ganz zufrieden mit dem Prinzip und bin froh, dass ich das jetzt so mal organisiert habe. Zum Schluss gibt es noch zwei Kleinigkeiten für die Kinder, die im Moment hier sehr ja, stark frequentiert werden. Zum einen ist das ein Anzi-Sticker-Buch. Ich habe diese Version hier. Anzi-Puppen-Sticker-Buch, Thema Freundinnen. Das hatte ich ursprünglich mal gekauft für den Urlaub oder für die Reise. Es war mir dann vom Format aber doch zu groß und zu sperrig, um es mit ins Auto zu nehmen. Aber weit gefehlt. Marie liebt es auch im Auto damit zu kleben und auszuprobieren. Ich weiß noch nicht, ob ich es mitnehme in den nächsten Urlaub, aber das Buch funktioniert auf jeden Fall für Marie super.
Das gibt es in zig verschiedenen Versionen. Das ist vom Asborn Verlag und gibt es noch zum Thema Reiten, Shopping oder Ballett mit Freundinnen, Hochzeit, Urlaub, Winterkollektion. Das funktioniert ganz einfach nach dem Prinzip, dass hier immer so Themenseiten sind, wo die Mädels, sag mal, in Unterwäsche stehen. Und zu dieser Themenseite gibt es dann hinten die passende Stickerseite. Und diese Stickerseite kann man aber auch abtrennen. Also die Mädchen müssen jetzt nicht da komplett alles sich durchsuchen. Das heißt, man kann diese Stickerseite dann abtrennen. Und dann mache ich es so, dass ich sage, guck mal, das ist die Stickerseite fürs Thema Picknick im Park. Und dann kann sie sich eben von dieser Stickerseite immer alles raussuchen, muss nicht immer hin und her blättern. Das sind wohl so Sticker, die dann auch permanent da drauf bleiben. Das muss das Kind erst lernen, war bei uns auch erst schmerzliche Erfahrung. Das sind nicht diese Art von Sticker, die man ab und dran machen kann, sondern die bleiben dann auf der Seite auch wirklich kleben. Aber für Marie jetzt mit ihren 4 Jahren passt das absolut gut. Und sie hat halt sehr, sehr große Freude damit, den Mädchen irgendwie Anziehsachen drauf zu kleben und dann noch Accessoires dazu zu kleben. Wie gesagt, ist eine Überlegung wert, ob man das mit in Urlaub nimmt oder einfach für zu Hause, für einen Regentag. Auf jeden Fall kommt das bei uns sehr gut an. Ja, und Karl ist ein großer Freund von Knöpfen und Schlössern und Riegeln und was es alles so gibt. Und da gab es im Urlaub eine sehr dramatische Szene. Und das war für mich der Anlass, ihm etwas zu bestellen über Amazon, nämlich hier dieses Schloss- und Riegelbrett von Melissa and Doug. Melissa und Doug ist ja die Firma, wo ich auch diese etwas größeren Kinderpinsel her habe. Das ist jetzt auch nichts Neues, das gibt es schon ewig. Karl kommt jetzt so langsam erst auf den Geschmack. Für ihn war das am Anfang ein bisschen frustrierend, weil er es natürlich noch nicht vollkommen kann. Aber in Kombination mit Marie, muss ich sagen, funktioniert es dann doch ganz gut als Spiel. Oder wenn man sich dazusetzt und eben ein bisschen hilft. Ich würde mal sagen, es ist vielleicht auch eher für so ein 3-jähriges Kind gut geeignet. Marie hat da auch noch schon Spaß mit, weil sie hier zum Beispiel bei diesem Zahlenschloss die Zahlen auch mitdrehen muss und natürlich auch weiß, wie man den Schlüssel auf und zu macht. So, das war's für heute. Ich hoffe, es war für jeden irgendwie eine Kleinigkeit dabei oder ein Denkanstoß oder eine Idee, was für euch und für euren Haushalt oder Reise vielleicht gut funktionieren könnte. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, über Weiterempfehlungen und über eure Kommentare zu dem Thema natürlich. Ja, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut! Tschüss!